Hallo Mattspinnenjäger, heute zeige ich euch 50 coole Tipps und Tricks für Beginner und fortgeschrittene Spieler. Ich hoffe, dass ich euch was Neues zeigen kann. Legen wir gleich los mit Nummer 1. Honig aus Baumstümpfen. Die hilft euch als Antibiotikum, wenn ihr mal gebissen werdet und eine Infektion ausbrütet. Jeder Honig gibt euch 5 Prozentpunkte Abzug und heilt euch nachträglich. Nummer 2, Baumwollfarbe. Aus Baumwolle könnt ihr Stofffetzen herstellen und aus denen nachträglich Verbände, die Blutungen still herstellen, oder auch Splints, sogenannte Schienen, die euch bei Knochenbrüchen oder Verstauchungen helfen. Deswegen, gerade am Anfang, farmt auf jeden Fall Baumwolle und stellt Stofffetzen her. Essen aus Automaten, Punkt Nummer 3. Geht nicht zum Händler einkaufen, vor allem nicht am Anfang. Sein Futter ist eigentlich extrem überteuert. Jeder Händler hat auch mindestens einen Automaten draußen herumstehen, bei dem das Essen wesentlich günstiger ist. Seht euch mal kurz um, ihr werdet ihn sofort finden. Punkt Nummer 4, Feuer gegen Kälte. Ihr werdet feststellen, dass es in diesem Spiel extrem wichtig ist, gut isoliert zu sein. Die Wetterbedingungen sind ziemlich harsch. Deswegen platziert ein Feuer oder ein paar Fackeln next zu euch und dann habt es schön warm. Seid aber vorsichtig, das flackernde Licht lockt die Mattspinnen an. Nummer 5. Der Suizid ist eine weniger immersive Methode, aber ihr könnt dadurch eure Infektionen, Knochenbrüche und Blutungen wegbekommen. Platziert euch nicht zu eurer Bedroll, esst ein paar Glasscherben oder sterbt an inneren Blutungen. Nummer 6. Die Samen von allen Pflanzen findet ihr rundherum in der Map. Ihr könnt auch mal beim Händler direkt nachsehen und der hat manchmal auch diese Hopfensamen. Da bräuchte ich nur umsehen, am besten haltet die Augen offen nach Gärten, Hinterhöfen oder Gebäuden, die befahren aussehen. Zusätzlich könnt ihr Samen auch noch in diversen Stiffboxes finden. Zusätzlich könnt ihr am Anfang auch noch ein paar Skillpunkte in Leben vom Land oder vom Landleben hineindroppen. Dadurch bekommt ihr am Anfang gerade auch ein bisschen mehr Samen heraus. Sollte euch beim Base-Build und beim Farming weiterbringen und ihr müsst nicht unbedingt damit Hunger leiden. Messing aus Token, Nummer 7. Es ist vielleicht nicht jedem bekannt, dass die Casino-Token, die ja so gern gesammelt werden und beim Händler gegen gute Ware und Dienstleistungen eingetauscht werden können, auch direkt in die Forge eingeschmolzen werden können, oder man kann sie scrappen und dadurch das Messing erhalten. Davon rate ich euch auf jeden Fall ab, da ihr ansonsten einen 30-prozentigen Verlust des Materials habt. Werft es einfach direkt in die Forge hinein, so wie ihr hier seht, und ihr bekommt direkt das Messing, aus dem ihr dann Patronenhülsen herstellen könnt. Bücher für Skill Nummer 8. Ihr könnt fast alle Bücher und alle Skills in den Buchshops und Libraries finden. Lootet dazu die Libraries, die Buchshelters und auch die Kisten, die sich in diesen Gebäuden befinden. Ihr werdet auf jeden Fall mit gutem Loot nach Hause gehen. Am Spieleranfang empfiehlt es sich wahrscheinlich sogar, ein paar Skillpunkte in den Lucky Looter zu droppen, da ihr da noch bessere und fortgeschrittene Skillbooks und Schematics finden könnt. Nummer 9. Eisen zu Robotic Turrets oder generell einfach weiterverarbeiten. Wie ihr seht, bekommt ihr für Eisen relativ wenig Kohle. Deswegen nehmt das Eisen, bildet stattdessen Robotic Turrets und verkauft diese an den Händler. Wie ihr seht, bekommt ihr einen größeren Anteil an Yeah, I'll Kohle come zurück. back now. Nummer 10. Erze erkennen. Hier haben wir zum Beispiel Nitrat. Erze sind sehr wichtig. Nitrat und Kohle werden zu Schießpulver verarbeitet oder werden auch für den Dünger gebraucht. Hier sieht man Eisen, das natürlich ein essentieller Bestandteil zum Basebuilding ist oder in weiterer Folge dann auch zum Rüstungen herstellen oder zum Upgraden der Base. Kohle wird auch für verschiedene Bestandteile verwendet, mitunter eben auch für Schießpulver oder zum Craften für Reifen. Diese werden sehr leicht in den Biomen wie Schneebiomen gefunden, da sie sich vom weißen Schnee abheben. Blei ist mit seiner markanten, kantigen Struktur überall zu erkennen. Ölschiefer ist das einzige Mineral, das nur in der Wüste zu finden ist. Alle anderen Mineralien lassen sich überall finden. Natürlich könnt ihr in der Wüste auch Eisen und die anderen finden.
Nummer 11. Mechanical Parts. Die sind am Anfang des Spiels natürlich schwierig zu finden. Deswegen haltet die Augen offen nach den Workstief Tools. Dort findet ihr ziemlich leicht Engines. Wenn ihr sie nicht gerade für Werkzeuge braucht, scrapt sie einfach und ihr bekommt gleich ganz am Anfang ziemlich großen Anteil an Mechanical Parts, die ihr dann zum Beispiel für eure Range verbauen könnt. Mit der Range könnt ihr dann natürlich weiter Gegenstände wie Kühlschränke und Klimaanlagen scrappen. Nummer 12, Vogelnester. Diese bieten euch Eier und Federn und wenn ihr sie dann weiterhin zerlegt, nochmal zusätzlich Eier und Federn. Aber achtet darauf, nach dem Zerlegen spawnen sie nicht nochmal. Benutzt Messer für Fleisch, das ist Tipp Nummer 13. Ihr könnt natürlich mit eurer Axt oder mit jedem x-beliebigen anderen Tool diese Fleischsäcke, diese verrotteten Fleischbatzen, die auf der Straße herumliegen, zerstören. Allerdings rate ich euch davon ab, mit dem Messer bekommt ihr einfach mehr Ressourcen. Generell, immer dann, wenn ihr organisches Material zerlegt, wie Zombies, Zombiehunde oder eben auch Tiere, nehmt auf jeden Fall das Messer zum Auseinandernehmen. Andernfalls bekommt ihr keine hundertprozentige Materialausbeute. Das erste Knochenmesser lässt sich ziemlich leicht craften. Nach dem Loot und dem Erhalt der ersten Knochen geht auf die Resets und fertigt euch ein Knochenmesser an. Selbst Zombiehunde solltet ihr nicht meiden. Wie ihr diese bekämpft, effektiv, zeige ich euch später. Diese geben euch gut Leder, verrottetes Fleisch und Knochen ab. Die sind extrem wichtige Grundressourcen in 7 Days to Die. Tipp Nummer 14. Leder aus Möbeln. Wenn ihr diese Couches und diese Banken und Eckgarnituren seht, nehmt sie auseinander. Nehmt dazu Rax und scrapt sie. Knochen, Leder und verrottetes Fleisch sind essentiell für dieses Spiel. Tipp Nummer 15. Munition entfernen. Habt ihr zum Beispiel eine alte Waffe, wo noch Munition drinnen ist oder eine verbrauchte Waffe, die komplett verschlissen ist und ihr möchtet aber die Patronen entfernen und in eure aktuelle Waffe laden, geht einfach auf Verändern, Modifizieren, Modify, dann öffnet sie sich und ihr bekommt alle Munition heraus. Diese könnt ihr dann in eure neue Waffe reinladen. Nummer 16, Schnee zu Wasser. Gerade am Anfang ist Wasser extrem wichtig, da ihr sehr schnell verdursten könnt. Nehmt euch deswegen einfach ein paar Schneebälle mit, die könnt ihr ziemlich gut in euren Rucksack stecken und dann in eurer ersten Base einfach mal zu gelbem Wasser machen. Gemeinsam mit ein paar Glasbechern ins Lagerfeuer schmeißen und ihr bekommt das gelbe Wasser. Aber genauso wie ich euch abrate, vom gelben Schnee zu essen, solltet ihr kein gelbes Wasser trinken. Dieses könnte mitunter auch Infektionen verursachen. Nehmt stattdessen einen Kochtopf, den könnt ihr dann beim Händler kaufen und destilliert das Wasser zu reinem Wasser. Dies ist natürlich auch ein Grundrezept für die meisten anderen weiteren Bestandteile von Speisen, die ihr dann brauchen werdet. Tipp Nummer 17, Sprungfedern aus Betten. Scrapt Betten, immer wo ihr sie seht. Ihr bekommt Stoff und Sprungfedern und ihr könnt euch damit das Craften von den Sprungfedern ersparen. Diese werden überall irgendwo mal eingesetzt und gebraucht. Wenn ihr eine Ranch schon gefunden habt, dann scrapt doch immer gleich die Air Conditioner, also die Klimaanlagen, Kühlschränke und Öfen mit. Diese geben euch gut Mechanical und Electrical Parts. Unterschätzt nicht, wie viele Ressourcen ihr braucht, wenn ihr schnell leveln wollt. Nehmt alles mit, was ihr findet. Natürlich auch den Müll. Das ist Tipp Nummer 18. Jeden Müll durchsuchen. Dies ist die Hauptquelle für die Schätze, für die vergrabenen Schätze. Ich meine damit nicht die Quests vom Händler, sondern diese geben euch normalerweise ziemlich gute Materialien, ziemlich gute Munition, Waffenteile ab. Also schaut in jedem Müllcontainer nach. Ihr bekommt ein bisschen Messing, ziemlich oft Duct Tape und natürlich eben auch diese ganz seltenen Schatzkarten. Tipp Nummer 19. Null-Level-Waffen zerlegen. Habt ihr Waffen gefunden, die auf Level 1 sind, dann scrapt sie. Das Scrap, also die Waffenteile direkt zu verkaufen, bringt wesentlich mehr Asche, als die Waffen an den Händler zu verkaufen. Ihr könnt das hier ziemlich gut sehen. Ihr könnt die Waffenteile natürlich auch aufbewahren und später bessere Waffen selber craften. Tipp Nummer 20, unendliches Wasser. Ist irgendwie ein Glitch in 7 Days to Die. Macht so einen 2x2 Block frei
holt euch einen Kübel und droppt ihn genau einmal hinein. Dann seht ihr schon, dass hier vier Blöcke vollgefüllt sind mit Wasser. Die könnt ihr zweimal abfarmen. Solange immer mindestens ein Block mit Wasser drinnen ist, könnt ihr den nachfüllen. Also irgendwie ist das dann so eine Art unendliche Wasserressource. Seid halt eben vorsichtig, dass ihr das letzte Stückchen Wasser nicht herausnehmt. Ansonsten könnt ihr wieder zum Wasserloch laufen und das Wasserreservoir auffüllen. Tipp Nummer 21, Bauen für XP. Nirgendwo levelt ihr so schnell, okay, ja, vielleicht beim Minen, wie beim Bauen. Crafted, 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 Frames, setzt sie, wertet sie auf, wertet sie weiter auf und ihr seht hier, wie schnell ihr an Erfahrungspunkte kommt. Natürlich ist es am Anfang etwas zart, mit dem Hammer oder mit der Steinaxt aufzuwerten, aber sobald ihr einmal eine Nagelpistole habt, solltet ihr sofort rausgehen und losnageln. Und da kommen wir schon zu Tipp Nummer 22, Demolition Entschärfen. Das sind ziemliche Badass. Solltet ihr absichtlich auf den Schwerstoffgürtel schießen und sich dieser dauert so ein paar Sekunden, bis ihr alles rundherum in die Luft jagt. Der Detonationsradius ist gewaltig und extrem stark. Stattdessen nutzt 6 Rohrbomben, platziert sie, lasst den Schlauch laufen und sprengt. Das Witzige mit Rohrbomben ist, dass ihr damit den Sprengstoff nicht auslösen könnt. Vielleicht dauert das anfänglich ein bisschen, bis ihr im Raum, bis ihr im Down bekommt. Aber so wie hier könnt ihr ihn von der Base weglocken. Sollte er am Boden liegen oder solltet ihr nachträglich auf den Sprengstoffgürtel schießen und sich wieder zünden, habt keine Angst. Dieser ist mittlerweile nach seinem Tod auch deaktiviert und nicht mehr scharf. Da kommen wir auch gleich weiter zu Tipp Nummer 23. Den Zombie-Magnet mit Feuer. Flackerndes Licht lockt die Matschbirnen an. Dies kann gewünscht sein manchmal. Zum Beispiel, wenn ihr einen Grinder oder eine XP-Farm baut, eine 7-Days-Farm, also eine Farm direkt für den 7. Tage, platziert einfach 3x3 Feuer oder so wie hier im späteren Spielverlauf 3x3 brennende Fässer. Das wird sie auch aus großer Weite anziehen. Die Fässer sind so ziemlich das Stärkste, was es gibt, neben den Forges und dem Feuer, um die Heatmap so richtig anzufeuern. Was Hitze und die Heatmap sind, erkläre ich euch ein bisschen später noch. Solltet ihr im Spieleranfang Glück haben und schon ziemlich viel Kohle parat haben, dann könnt euch Tipp Nummer 24 weiterhelfen. Das Vergisselixier. Wenn ihr die Asche beieinander habt, könnt ihr beim Händler das Vergisselixier kaufen und dieser setzt alle eure Skillpunkte zurück. Ihr habt dadurch natürlich auch die Möglichkeit umzuskillen. Also vom Jäger zum Miner, zum Ingenieur, zum Farmer. Je nachdem, wie es euch gerade beliebt, könntet ihr damit auch verschiedene Skilltrees erfüllen, ohne dass ihr am Anfang ein hohes Level braucht. Ich demonstriere euch das hier einmal, indem ich einmal ein paar Skills vergebe. Bis nichts mehr geht, dann gehe ich zum Händler, kaufe mir und suche das Skill-Elixier, also das Vergiss-Elixier, um meine Skills zurückzusetzen. Dieses ist jetzt noch extrem teuer, aber wenn ihr natürlich Better Barter geskillt habt, dann wird das auch wesentlich günstiger. Trinkt das und ihr vergesst alles, was bisher passiert ist. Fast wie nach einem Hangover. Wie ihr seht, habt ihr jetzt wieder die volle Skillzahl in eurem Skill-Tree zu vergeben. Es ist etwas schwierig, das Elixier zu bekommen, weil es teuer ist, aber ich hoffe, dass euch dieser Hinweis etwas geholfen hat. Tipp Nummer 25, Stopblocks. Diese Rails, diese Blocks, kann man, wenn man die R-Taste oder die rechte Schultertaste bei den Konsolen gedrückt haltet, drehen und rotieren. Wenn ihr es dann schafft, einen Zombie oder einen Hund oder was auch immer in diese Falle zu locken, dann können sie weder unten durch noch oben drüber. Gerade bei den Hunden ist das sehr hilfreich, wenn sie nicht verkehrt daherkommen, so wie ich sie hineingedroppt habe, dass sie mit dem Kopf durch den Kopf glitschen. Okay, ich glaube, ich brauche einen zweiten Hund, der mich anschaut. So, und da ist er. Jetzt seht ihr schon, er schaut hier durch. Jetzt könnt ihr genüsslich eure Axt nehmen oder euren Schläger oder eure andere Melee-Weapon und hingehen und in den Schädel einschlagen.
Was nice ist, auch die Crawler, also diese Zombies, die am Boden kriechen, können unten nicht durchklettern. Wie ihr das hier seht, hängen diese Zombies auch fest. Schnappt euch solche Stopblocks, um die Zombies aufzuhalten. Apropos Zombies, Tipp Nummer 26, nehmt nur Quests mit Zombies an. Keine mit den vergrabenen Vorräten. Ihr habt bis jetzt wahrscheinlich noch nicht genug Bergbauskill und das richtige Werkzeug und genug Ausdauer, um euch stundenlang auf die Suche nach den Schatz, nach den vergrabenen Vorräten zu machen. Schnappt euch stattdessen die Quest mit den Zombies, macht euch auf, cleant das Gebäude, ihr bekommt jede Menge Erfahrungspunkte durch das Töten, zusätzliche Ressourcen von den Boxen, die ihr findet. Schießt einfach alles über den Haufen, was ihr findet. Sucht den versteckten Schatz, beziehungsweise in dem Fall die versteckten Vorräte. Behaltet den Rest, bringt den Händler nur das, was er will. Und kassiert nochmal zusätzlich die Items und auch die Erfahrungspunkte. Damit levelt ihr wesentlich schneller als mit den vergrabenen Vorräten. Solltet ihr gegen Tiere kämpfen müssen, dann hilft euch Tipp Nummer 27. Gegen Tiere kämpfen. Setzt einfach einen Frame, einen zweiten oben drauf, wertet ihn auf und so wie hier können Kojoten oder Zombiehunde nicht einfach den Block angreifen und auch nicht draufspringen. Von hier oben könnt ihr dann diverse Tiere bekämpfen. Sollten sie nicht mit eurem Speer davonlaufen. Mistviecher. Egal. Kommen wir zu Tipp Nummer 28. Luke zum Fixieren. Gerade am Anfang hat man nicht viel Ressourcen. Braucht eine Luke, hier könnt ihr die Zombies trappen. Sie glauben, dass sie da durchgehen können. Können sie aber nicht. Idioten. Nehmt stattdessen eine Axt, schlagt ihnen die Birne an. Ja, was gibt es mehr dazu zu sagen? Easy doing. Tipp Nummer 29. Schleichen. Wo es möglich ist, schleicht. Ihr bekommt dadurch einen Bonus beim Angriff. Wie ihr seht, mit Pfeil und Bogen kann man hier schon ordentlich Damage anrichten, da ein Multiplikator auflegt. Was ich hier natürlich dann noch einmal zusätzlich empfiehlt, ist, wenn ihr in den Skilltree reingeht und dann gibt es da aus dem Hinterhalt. Angriffe aus dem Hinterhalt geben euch nochmal zusätzlich einen Bonus. Ich glaube, es geht bis zum 12-fachen des Schadenbonus, wenn ihr aus dem Verdeckten angreift. Hier ist das jetzt einfach mal 4,5. Und natürlich die Pfeile wieder einsammeln, nicht vergessen. Tipp Nummer 30. Keine Skills in Ingenieur. Also natürlich könnt ihr Skills in Ingenieur setzen. Der Punkt ist einfach der, wenn ihr regelmäßig Bookstores lootet, also die Cracker Bookstores und die dazugehörigen Kisten, dann ist es einfacher, die Schematics von dort raus zu verwenden. Alle fortgeschrittenen Ingenieur-Schematics sind auch als Schematic in der freien Welt verfügbar. Seht euch einfach mal beim Händler um, seht euch einfach einmal bei den Kraken Bookstores um, ihr werdet sehen, dass ihr nicht überall immer die Skills reinbuttern müsst. Markiert euch am besten auch einfach immer auf der Karte, wo ihr Kraken Bookstores findet oder die Kisten, die euch gute Schematics liefern. Tipp Nummer 31. Molotow durch Türen. Hört euch witzig an, aber vorher könnt ihr durch Türen werfen. Wenn euch ein Zombie verfolgt, schmeißt einfach ein Molotov-Cocktail durch die Tür durch, passt auf, dass ihr euch nicht selber anzündet und schon könnt ihr sehen, wie sie in Flammen stehen. Köstlich. Außerdem haltet es euch ziemlich schön warm. Tipp Nummer 32, der Speerjäger. Ein ziemlich weit unterschätzter Skill. Ein Speer lässt sich leicht craften mit wenigen Ressourcen. Und er hat ziemlich viel Schaden. Außerdem hat er eine hohe Reichweite und das auch im Nahkampf. Ihr könnt euch damit die Matschbirnen auf Entfernung halten, so wie hier, seht ihr? Ja, genau, einfach eine Kopf stecken. Er kostet nicht so viel Ausdauer und macht trotzdem gehörigen Schaden auf dem verrotteten Fleisch. Das Beste ist natürlich die Sekundärfunktion, Speerwurf. Ihr könnt damit ziemlich einfach Zombies umnieten. Habt am besten immer gleich einen zweiten Speer bereit, falls der erste mal stecken bleibt oder der Gegner nicht gleich beim ersten Schlag down ist.
Zusätzliche Skillpunkte in den Speerjäger und Bücher helfen euch natürlich weiter, noch mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Nummer 33, durch Touren laufen. Die Vault Hunters sind extrem langsam, sie haben eine extrem langsame Animation, was das Spiel und das Warten manchmal nervig macht. Wenn ihr schnell durchlaufen wollt, lehnt euch dagegen und drückt zweimal schnell hintereinander öffnen und schließen. Wie ihr seht, öffnet und schließt sich die Animation in einem. Und ihr könnt so durch eine ganze Reihe von Vault Hunters laufen. Ich glaube, es das heißt Tresortüren im Deutschen, oder? Tipp Nummer 34, nicht über Lümmel laufen. Nicht nur, dass es die Heatmap anhört, nein, es bekommt auch die volle Aufmerksamkeit der Zombies rundherum, sie können euch hören. Deswegen seid vorsichtig. Müll immer nur looten, aber nicht draufsteigen. Müll findet ihr fast überall, auf Straßen, in Gebäuden und manchmal auch irgendwo in der Wüste. Seid also deswegen extrem vorsichtig, wenn ihr hinter Zombies hinterher schleicht. Kommen wir einfach mal zu Tipp Nummer 35. Und das ist Rahmen bereithalten. Wie bei Minecraft, die Blöcke, braucht ihr hier Rahmen, um Minecraft-mäßig auf Gebäude, in Höhlen oder wo auch immer hineinspringen zu können. Schnell platziert, einen auf den anderen gestackt oder einfach einmal an der Mauer entlang, um schnell auf eine höhere Position zu kommen oder um große Distanzen überwinden zu können. Ein bisschen vorsichtig könnt ihr sogar einen Rahmen vor den anderen platzieren und dann noch höher bauen, so wie hier. Und natürlich sind sie nützlich, wenn ihr mal verfolgt werdet, in eine Position zu bekommen, die für euch von Vorteil ist. So wie hier. Ihr kommt hier nicht herauf. Idioten. Tipp Nummer 36. Kein Spawn im Claim-Bereich. Der Claim-Block beschützt euch und eure Base davon, dass Zombies ziemlich nahe oder innerhalb der Base spawnen können. Platziert deswegen immer ein Bett bzw. einen Claim-Block, wenn ihr eure Umgebung, eure nähere Umgebung und Matschspielen frei haben wollt. Der rote Rahmen zeigt an, wo es nicht platziert werden kann, zum Beispiel nahe an einem anderen Spieler, oder der grüne, wo es platziert werden kann. Ihr könnt euch dann auch die Ansicht aktivieren, ihr außerhalb könnten natürlich jetzt die Zombies auch spawnen. Deswegen seid vorsichtig, mit welchem Abstand ihr eure Base zu eurem Claim-Block baut. Im Menü könnt ihr natürlich den Claim-Block einfach wieder entfernen. Tipp Nummer 37, die untere Leiter zu entfernen. Also eigentlich die unteren zwei Leitern. Ihr könnt problemlos den dritten Block hochspringen. Zombies allerdings nicht, so wie hier. Wenn ihr die unteren Leitern entfernt, dann schafft ihr es, sofern ihr kein gebrochenes Bein habt oder ein verstauchtes Bein, hier hinauf zu springen. Die Matschspinnen werden das nicht schaffen. Sie werden sich normalerweise einen anderen Weg suchen, um zu euch raufzukommen. Deswegen haltet die Augen offen, auf welchen Weg sie raufkommen wollen. Dies gilt nicht für Horden. Auf Horden kann es passieren, dass Matschspinnen aufeinander springen. Das heißt, sie sind dann 3 bis 4 oder sogar 5 oder 6 Block hoch. Und dann kann es passieren, dass sie auf die Leiter droppen und zu euch raufklettern. Ihr könnt das hier sehen, hier stehen zwei Reihen Zombies aufeinander. Seid deswegen vorsichtig mit den Leitern. Tipp Nummer 38, der Chefkoch. Ein irrsinnig brauchbarer Skill. Der sorgt nämlich dafür, dass ihr beim Kochen nicht so viele Vorräte verbraucht. Erstens mal könnt ihr wesentlich besseres Essen herstellen, das euch mehr Kraft verleiht. Und zweitens spart ihr damit extrem viele Ressourcen. Sorgt also dafür, wenn ihr immer wieder mal ein paar Punkte übrig habt, den Chefkoch nicht zu kurz kommen zu lassen und investiert da ein paar Punkte hinein. Kommen wir zu Tipp Nummer 39. Nerd Glasses mit Intelligence Plus One. Das ist ein bisschen ein Trick, der kompliziert scheint. Es gibt natürlich diese Nerdy Glasses, die findet ihr überall. Damit seht ihr extrem blöd aus und wenn ihr sie aufhabt, während ihr craftet, dauert das Crafting länger. Aber er gibt euch plus 1 auf Intelligenz. Das hat den Vorteil, dass ihr, wenn ihr beim Händler im Secret Stash etwas kaufen möchtet, mit Solarzellen oder einen besseren Preis haben möchtet, dann braucht ihr diese Nerdy Glasses. Setzt sie euch auf und dann könnt ihr beim besser verhandeln
wesentlich höher skillen. Zum Beispiel braucht ihr dazu 5 Levelpunkte in Intelligenz. Wir investieren hier jetzt aber nur in 4 hinein und nicht in den 5. Dadurch ersparen wir uns einen Skillpunkt. Dann gehen wir auf besser verhandeln und gehen mindestens bis zum Verkaufsleiter. Den können wir uns aber nicht leisten, da wir mindestens 5 Intelligenzpunkte brauchen. Setzt euch den Nerdy Glasses auf, dadurch bekommt ihr den zusätzlichen Intelligenzpunkt. Geht wieder in den Intel zum besser verhandeln, holt euch den Verkaufsleiter und schon bekommt ihr einen besseren Secret Stash. Seht ihr, das ist Tier 2 Secret Stash. Großartig. Jetzt können wir das Kochtöpfe, Waffen und alles zu einem besseren Preis kaufen. Natürlich hat das auch einen Nachteil. Sobald wir die Brille wieder Thanks abnehmen, anyways. You be wird careful das out Skill there. wieder deaktiviert. Der Bonus ist weg. Und auch besser verhandeln wurde der Verkaufsleiter deaktiviert, da wir die Voraussetzungen nicht erfüllen könnten. Macht aber nichts. Jedes Mal, wenn ihr zum Händler geht, könnt ihr euch dafür die Brille extra aufsetzen. Sorry, I didn't have what you needed. Tipp Nummer 40, die Pocket Mods. Ich vergesse auch oft drauf. Solltet ihr meinen Tipp vorher Folge geleistet haben und Stofffetzen gesammelt haben, beziehungsweise Baumwolle, dann könnt ihr diese Pocket Mods craften. Die könnt ihr dann nämlich in Hemden und Hosen, also nicht in die Rüstung, sondern direkt in die Hemden und die Hosen hineinstecken. Damit habt ihr zumindest 2 bis 4 Slots mehr frei an Material, das ihr mit euch tragen könnt, bevor ihr überlastet seid. In die Hose geben wir auch noch eine hinein. So. Und schon sieht man, hier unten habe ich 2 Punkte mehr, die ich an Materialien mit mir tragen kann. In Hüten bzw. in Kopftüchern kann man leider keine Pocket Mods einsetzen. Dafür geht es aber in den Baumwollmäntel, also in den Coats und den großen Mäntel. Dort könnte man noch zusätzlich die Pocket Mods hineinsetzen. Und dann dazu auch nochmal additional, also zusätzlich einen Slot für Materialien bekommen. Da muss man nämlich auch keine Skills vorzeitig in den Packesel hinein investieren. Kommen wir zu Tipp Nummer 41. Schnee und Steine zur Ablenkung von Zombies. Wollt ihr unbedingt an einem Zombie vorbei? Dann nehmt euch Schnee oder Steine und werft sie. Dies feuert ein bisschen die Heatmap an und die Zombies werden nachsehen, wo das Geräusch herkommt. So könnt ihr Zombies in verschiedene Richtungen lenken, ohne dass sie auf euch losgehen. Ja, geh nach links, genau, so. Tipp Nummer 42. Warum liegt hier Stroh? Die Heuballen können euch von Schallfaden bewahren. Bis zu 22 Block hoch sollte es funktionieren, dass ihr auf einen Heuballen springt, ohne dass ihr euch dabei das Bein verstaucht oder das Bein brecht. Ich demonstriere euch das nochmal. Ein Fall aus der Höhe normalerweise kostet euch ein Bein. Manchmal sogar zwei. Deswegen schaut in Notausgängen, wo ihr rausspringen müsst aus eurer Base oder runterspringen müsst, dass ihr dort vorher auch Blöcke mit Heu platziert. Die Nummer 43. Einen zweiten Block zuerst upgraden. Man sieht das hier in der Wand. Zombies machen normalerweise immer auf den zweiten Block zuerst Damage und nicht auf dem unteren oder oberen. Deswegen solltet ihr gerade am Anfang, wenn ihr im Upgraden seid, eure Materialien erst in den zweiten Block investieren. Tipp Nummer 44. Kochtopf und Waffen. Diese bekommt ihr am Anfang, wenn ihr nicht lange rumsuchen wollt, meistens beim Händler. Ihr seht jetzt hier gerade keinen Kochtopf, weil ich mir meinen schon gekauft habe, aber er hat auf jeden Fall noch Jagdgewehre, Munition und Pistolen übrig, die ich mir gerne mal leisten werde, um damit auch besser questen zu können. Die Kochtöpfe sind natürlich essentiell, damit ihr Wasser herstellen könnt aus Schneebällen oder das Murky Water, das verunreinigte Wasser. Tipp Nummer 45. Eine flache Oberfläche zusammenzubekommen ist nicht immer einfach. Unebenes Terrain ist eben durch die Rendering Engine, durch den
World Generator meistens sehr schwer zu erkennen. Deswegen platziert Blöcke und automatisch werden die Oberfläche auf das richtige Niveau angehoben oder abgesenkt. Somit seht ihr sofort, wie ihr oder wo ihr eine flache Oberfläche zusammenbekommen könnt. Platziert die Blöcke und nachher nehmt sie einfach wieder weg. Tipp Nummer 46: Schwebende Blöcke mit Halbblöcken und Platten. Halbblöcke sind echt ein Wahnsinn. Ich spule hier mal ein bisschen vor. Ihr könnt hier mit ein bisschen Eisen schon eine gute Base bauen, die Zombies widersteht. Nehmt dazu diese Pylonen, diese halbrunden Pfeiler. Und schon sieht es so aus, als würde hier eine Kugel schweben. Das Schöne ist, die Matschbirnen glauben, dass es sich hierbei tatsächlich um einen vollen Block handelt und sie einfach über die halbe Kugel auf die andere Seite rüberlaufen können. Ich demonstriere euch das einmal. Wir nehmen hier eine x-beliebige Matschbirne und diese glaubt natürlich sofort, dass sie hier über diese Kugeln drüber laufen kann. Das hat natürlich auch diesen positiven Vorteil, dass sie immer wieder versucht, denselben Weg zu gehen, anstatt unten die Blöcke wegzuschlagen. Lasst euch nicht irritieren, die Halbplatten, so wie sie hier zum Verbauen sind, sehen auch so aus, als wären es schwebende Blöcke. Im Gegensatz dazu glauben die Zombies allerdings hier nicht, dass sie drüber laufen können. Deswegen werden sie sich einen anderen Weg suchen, um an die Base ranzukommen. Sieht zwar auch nice aus, ist aber nicht effektiv. Nehmen wir wieder Marlene. Anstatt direkt auf euch loszulaufen, wird sie versuchen, unten den ersten Block rauszuschlagen, um Damage auf eure Base zu machen. Deswegen am besten immer diese halbrunden Kugeln nehmen. Tipp Nummer 47: Setup und Config beim New Game. Gerade wenn ihr neu seid in 7 Days to Die, empfiehlt es sich, sich erst einmal durch die fortgeschrittenen Einstellungen im Singleplayer-Modus durchzusehen. Hier habt ihr die Möglichkeiten, mehr Einstellungen vorzunehmen, wie zum Beispiel die Schwierigkeitsstufe oder wie lange ein einzelner Tag brauchen sollte, wie viel Tageslicht ihr am ganzen Tag habt oder wie häufig ein Blutmond vorkommt. Ihr könnt natürlich auch hingehen und die Zombies komplett abstellen. Auch Multiplikatoren und den Schaden der Matschbirnen an eurer Base oder von anderen Spielern an eurer Base lässt sich hier einstellen. Gerade für Anfänger empfiehlt es sich, hier alles auf leicht zu stellen, vielleicht die Zombies auszustellen, um das Spiel kennenzulernen, um die Spielmechanik kennenzulernen. Oder wenn ihr es ein bisschen anspruchsvoller haben wollt, einfach mal auf alles auf Maximum zu stellen. Maximum Damage, immer nur laufen, permanent nur Nacht. Das kann auch einmal ein bisschen Abwechslung wieder in das Spiel hineinbringen. Von Version zu Version verändert sich das Spiel natürlich. Deswegen empfiehlt es sich auch für fortgeschrittene Spieler, dann mal einen Blick wieder hineinzuwerfen, was sich getan hat. Tipp Nummer 48: Die ersten Quests erledigen. Hört sich jetzt wirklich blöd an, aber gerade wenn du neu bist, dann solltest du auf jeden Fall die ersten Quests so schnell wie möglich machen. Ich spiele ein bisschen vor. Gras findet man sowieso überall, du könntest blind drauf losschlagen und du findest Gras. Holz bekommst du am Anfang am besten von diesen Gestrüppen, die ausschauen wie Gras, sie sind einfach nur braun und trocken. Die Bedroll ist natürlich dein Spawnpoint, solltest du mal drauf gehen. Sobald du genug Steine und Gras gesammelt hast, kannst du natürlich die Axt herstellen, noch mehr Steine craften, noch mehr farmen, noch mehr Gras farmen, noch mehr Holz farmen und so weiter. Die ersten Quests sollten normalerweise in 5 Minuten erledigt sein. Platziert das Campfeuer und dann geht es auf zum Händler. Das ist auch der Grund, warum ihr diese Quest erledigen solltet. Baut eure Basis sehr nahe am Händler. Der Grund dafür ist, dass sich das ganze Spiel immer irgendwie nahe des Händlers abspielt. Er hat die Quests für euch, er hat Ressourcen für euch und Items wie zum Beispiel Solarpaneele, die nur er verkauft.
Deswegen solltet ihr schauen, dass ihr Hallo, Knight Traveler. Ascendals eure erste Base aufbaut. Zum Errichten Nummer 49, eben wie gesagt, bildet eure Base am besten in Sichtweite und in Hörweite zum Händler. Und damit sind wir auch schon bei Tipp Nummer 50, die Heatmap oder Hitzemap oder auch Hitze genannt. Dies hat nichts mit dem Lagerfeuer zu tun, sondern eher damit, was ihr auf der Map habt. Jedes Abbauen von Ressourcen, jedes Platzieren von Blöcken oder Starten von Lagerfeuer oder auch Forges erzeugt sogenannte Hitze. Hitze kann auch wieder abkühlen, wenn permanent Feuer zum Beispiel brennt oder wenn permanent die Schmiede rennt oder wenn er permanent etwas platziert. Okay, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ein Hitzeeintrag auf der normalen Map sorgt dafür, dass Zombies sich angezogen fühlen. Sie werden automatisch versuchen, in diese Richtung zu laufen, um nachzusehen, was dort los ist. Und das gibt natürlich auch eine gewisse Attraktivität. Und hier Nummer 51, der Bonustipp. Gebt mir bitte ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Subscribt für Updates, dann drückt natürlich auch die Glocke. Und ihr könnt euch das alles live auf meinem Server anschauen, thehellsgate.eu. See ya!